Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Okay, also mein Kürbis ist mittlerweile schon ein bisschen verschimmelt. Muss ich ehrlich gesagt zugeben? Weil ich meine, man kann ja doch nicht immer ewig auf irgendwas warten, oder? Halloween ist ja bekanntermaßen am 31.10. jedes Jahres. Da gibt's dann international das Fest. Man kann sich eventuell den ein oder anderen John Carpenter-Klassiker anschauen und sich danach so die Rübe voll kippen in der Hoffnung, dass man vergisst, dass Rob Zombie jemals geboren wurde. Aber es gab nach den Reboots von Rob Zombie, die man quasi für sich genommen als From Hit to Fucking Disgusting Shit bezeichnen könnte, ja mittlerweile schon ein zweites Reboot des bekannten Franchises und eines, das auch irgendwie gar nicht so schlecht war. Also, bis es der zweite Teil dann wieder komplett ruiniert hat, hab ich mir sagen lassen. Selbst gesehen habe ich Halloween Kills und wie heißt dann der zweite? Wahrscheinlich Halloween in Space oder irgend sowas. Ich meine, ganz ehrlich, kann Danny Trejo nicht irgendwann einmal hingehen und sie mit seiner Machete wegen Copyright-Verletzung verklagen, in Stücke hacken? Aber lassen wir das. Schauen wir uns zuerst einmal an, was Halloween uns noch so alles bringen kann im Dezember oder was auch immer. Ich meine, ich muss zugeben, ich war hier ein kleines bisschen spät dran, habe, warum auch immer, obwohl ich ja großer Fan und Sammler der Titans of Cult Steelbook Editionen bin, irgendwie ein bisschen verpeilt, dass Halloween dieses Jahr in so einer Edition erschienen ist und habe mir das Ganze erst Ende Dezember besorgt. Gut, dafür war es dann um 10 Euro billiger, wobei nein, tatsächlich ist dieses Ding erst am 13. Dezember überhaupt erschienen. Da war ich mit meiner Bestellung am 18. Dezember dann ja doch gar nicht mal so spät dran. Und man kann sich ja wirklich, wirklich wundern, warum ist dieses Ding nicht im Oktober erschienen? Da, wo es irgendwie gepasst hätte. Aber wir haben ja eben bei der Titans of Cult Edition in den letzten Monaten, sagen wir immer, verschiedene Güteklassen an Veröffentlichungen erlebt. Von absolut großartigen Teilen wie Pacific Rim oder Batman oder Ready Player One bis hin zu, was zum Teufel, Teilen wie Space Jam, finde ich, schaut Halloween jetzt auf den ersten Druck gar nicht einmal so gut aus. Ich meine, ja, wir sehen so eine Art Zeitungsdruck von Michael Myers Konterfei auf dem Frontcover, das ungefähr so ausschaut, als hat Andy Warhol 2 Minuten Zeit gehabt, während seine Suppen gerade warm geworden ist. Das ist jetzt nicht unbedingt ein schönes Frontcover-Artwork. Nein, im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, das ist die von außen gesehen hässlichste Titans of Cult Box, die jemals veröffentlicht wurde. Das hat ja tatsächlich auf dem Vorschaubild, wo dieses Weiß noch ein bisschen ein düstereres, nebligeres Grau, so ähnlich wahrscheinlich wie das hier sein hätte sollen, noch etwas besser ausgeschaut. Aber so ist es eigentlich irgendwie. Ein bisschen schaut das aus wie übergroßer Kühlschrankmagnet oder fast wie Kinderspielzeug, ich weiß es nicht. Wir können dann aber zuerst einmal auf das Backcover schauen. Da gibt es natürlich die klassischen Informationen von der Inhaltsangabe angefangen bis hin hier zu den Informationen rund ums Bonusmaterial, zu den technischen Details. Da wird vielleicht den ein oder anderen interessieren, dass wir weder auf der 4K-Disc noch auf der deutschen Disc, zumindest laut dem Backcover hier mit deutschem Ton, rechnen dürfen. Können an der Stelle auf jeden Fall natürlich einmal dieses Backcover-Blatt aus Karton entfernen und finden hier noch ein bisschen mehr Weiß und weißt, gerade in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, es könnte nicht unspannender werden, kommt das daher. Und ich muss jetzt da echt ein bisschen vorsichtig sein, weil eines, was die Titans of Cult Editionen leider immer noch machen, wo zum Beispiel Play Asia schon längst davon weggekommen ist, ist, dass sie hier diese Einschnapplaschen verwenden. Und es ist total, gerade bei einem Plastik, total blöd, weil man das nie rauskriegen kann, ohne das hier umzubiegen. Das ist nicht wirklich gut durchdacht, vor allem, weil es ja im Endeffekt sowieso nie gescheit funktioniert und diese Titans of Cult Editionen oder eben auch zum Beispiel die Warner Game of Thrones Boxen, bei denen das ähnlich war, ja sowieso dann irgendwann einmal immer angefangen haben zum
sich verselbstständigen und aufgehen. Ich schaue jetzt tatsächlich einmal, ob ich mir hier mit diesem Backcover-Blatt aus Karton ein bisschen helfen kann. Normalerweise hilft es ja, wenn man sich hier ein Werkzeug zur Hand nimmt und dann das hier ein bisschen zur Seite biegt innen. Man muss halt sehr vorsichtig sein. In dem Fall habe ich es gerade glücklicherweise auch ohne geschafft. Und wir können dann einmal hier ins Innere von dieser Edition blicken. Und da warten auf uns zwei Ansteckpins. Yeah! Wollten wir nicht schon immer auf der Straße spazieren gehen mit diesem Teil auf der Brust oder dem Teil am Arsch oder keine Ahnung, wo man sich sowas aufhängt. Also ich weiß, ich habe schon immer über verschiedene Goodies und Beigaben bei Filmveröffentlichungen gelästert, weil es halt einfach welche gibt, die wirklich komplett der Mundo für den Hugo sind. Weil, genauso wie ich mir immer wieder denke, gut, Poster haben den Vorteil, na, es wird sie wahrscheinlich keiner, kein echter Sammler irgendwie ein Poster aus so einer Edition wirklich aufhängen, weil die meisten sind erstens klar und vor allem will sich niemand seine VÖ auseinanderreißen, aber was ist mit Postkarten oder Charakterkarten? Ist es notwendig? Aber im Vergleich zu diesen Enamel-Pins hier, die offensichtlich in letzter Zeit sehr gefragt sind, ist ja das sogar noch sinnvoll. Aber wir kommen tatsächlich jetzt einmal designtechnisch zu etwas, das ich wirklich geil finde. Also, das ist Hammer! Das ist ein wirklich schönes Halloween-Steelbook. Es schaut halt ein bisschen ungewohnt aus. Ich meine, in dem Fall weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, ob Michael Myers gerade die Anfangsszene von Backdraft nachspielt oder ob er gerade den Turm zu Rapunzel hinaufgeklettert ist oder ob er, keine Ahnung, gerade seine Tüte mit Pommes frites, also seine Flasche mit Pommes frites verloren hat. Ich weiß es nicht, was das sein soll. Auch warum er sich hier offensichtlich gerade einen wirklich fetten goldenen Strich mitten auf die Nase malen hat müssen, der auf dem Steelbook etwas verdächtig leuchtet, ist mir nicht ganz klar. Aber trotzdem finde ich diese Zeichnung von Michael Myers einfach ziemlich cool. Vor allem, weil sie irgendwie gerade mit diesem groben Stil, diesen grobschlächtigen, groben Charakter einfach wahnsinnig gut einfängt. Außerdem hat man natürlich eben bei Titans of Cult, wie man es nicht anders gewohnt ist, auch hier wieder absolut großartig mit dem Steelbook-Fabrikat gearbeitet. Man hat eben hier bei diesen Pommes beziehungsweise bei dem langen Stalagmiten-Pommes hier oder dem Nasenschmuck von Cleopa Myers, was auch immer, mit dem Metallic-Effekt gespielt, sodass das Ganze hier wirklich, finde ich, sehr, sehr schön gülden leuchtet. Außerdem haben wir dann hier auf dem Backcover, das ist die perfekte Welle, das ist das perfekte Stil. Das Einzige, was ich da ein bisschen komisch finde, ist, das ist doch ein Design, das hätte wesentlich besser seitenverkehrt gepasst, oder? Es schaut irgendwie so aus, als wäre das hier die richtige Fortsetzung von dem hier und nicht umgekehrt. Es ist irgendwie mäßig passend. Es wirkt fast so, als war es falsch zusammenpickt. Aber trotzdem irgendwie ein halbwegs schickes Steelbook, muss man natürlich sagen, vor allem eben wegen der Zeichnung, wegen den Effekten. Es ist jetzt keines, das mich in Begeisterungsströme versetzt insgesamt, aber man muss nehmen, was man kriegen kann im direkten Vergleich. Schauen wir dann einmal ins Innere. Da, und da finde ich, sieht der Druck und dieses Motiv schon wieder fast irgendwie ein bisschen besser aus als außen auf der Hülle. Obwohl es halt trotzdem immer noch nicht wahnsinnig spannend ist, aber trotzdem irgendwie cool, dass man hier auf der Disc ein Motiv hat, das quasi zum Äußeren von der Box passt. Einerseits eben die Blu-ray, andererseits dann hier die 4K-Disc und dann hier quasi die deprimierendste Schachszene seit langem, wie eben hier Michael Myers besucht wird. Das Ganze eigentlich finde ich auch sehr schön stilistisch aufbereitet. Vor allem mag ich eben dieses Detail, dass man auch hier im Innendesign von dem Steelbook hier diesen metallischen Steelbook-Effekt verwendet hat, hier einerseits für diese paar goldenen Linien, andererseits hier noch Verzeihung, für diese Zahlen hier oben, die dadurch, finde ich, ganz besonders schön ins Leuchten kommen. Und sonst hat man dieses Steelbook-Motiv eben generell einfach fest in das Steelbook gedruckt, schön weiß grundiert, sodass hier die Farben sehr kräftig sind. Es hat auch
zumindest einen leichten Glanzeffekt drauf, der halt durch das Plastik nicht ganz deutlich ist. Da muss man immer so quasi unterhalb von diesen Laschen schauen, ob man was erkennt. Das ist ein wirklich schön gemachtes Steelbook mit einigen coolen Einfällen. Bei der äußeren Box hätte man sich, finde ich, noch ein bisschen mehr einfallen lassen können, aber das ist halt eben zumindest das Schöne bei Titans of Cult, also mit Ausnahme von Space Jam, weil da können wir uns, glaube ich, alle einig sein, dass das scheiße war, dass man selbst bei den Versionen von ihnen oder von dieser Reihe, die man jetzt persönlich vom Design her nicht ganz so ansprechend findet, immer noch sagen kann, man versteht den Gedanken und die Überlegung dahinter. Ich verstehe auch, dass viele Leute nicht unbedingt Fans von Mondo oder Pop-Art-Steelbooks sind und die einfach selber hässlich nennen. Aber das ist trotzdem etwas, wo man, also wenn jetzt nicht gerade vorn und hinten und innen und auf der Disc und überall einfach dasselbe Cover recycelt wird, einfach nicht sagen kann, dass es einfallslos ist. Und somit ist das jetzt zwar sicherlich nicht die beste Titans of Cult Edition, die ich in meiner Sammlung habe, aber es ist eine, die ich dann trotzdem insgesamt relativ cool finde. Vor allem, weil sie eben, wie gesagt, bei Amazon UK derzeit zu einem recht günstigen Preis von ca. 23 Pfund, und das ist ca. 10 Pfund weniger, als sie normalerweise kosten, drinnen ist offensichtlich, weil es wenig Leute gekauft haben, womöglich auch nicht die beste Filmauswahl. Ich meine, gut, in England vielleicht noch nicht 300 Mal veröffentlicht der Film, aber bei uns dank Nameless schon. Lassen wir das. Trotzdem irgendwie ein ganz nettes Ding für die Titans of Cult Sammlung.